Hallo, liebe Deutschlernende, das Wort des Tages ist scheinheilig. Was bedeutet scheinheilig? Nun, das bedeutet, dass jemand sehr verlogen ist, dass jemand sehr heuchlerisch ist. Ja? Es bedeutet, dass jemand etwas sagt, aber etwas ganz anderes tut. Ja? Jemand tut, als wäre er ein sehr guter Mensch, aber in Wirklichkeit ist er gar kein guter Mensch. Beziehungsweise er macht nicht das, was er sagt. Ja? Er sagt, man soll sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise leben, aber in Wirklichkeit lebt er sein Leben anders. Zum Beispiel jemand, der sagt, ja, es ist sehr gut, immer ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist das Beste, Ehrlichkeit ist sehr wichtig und so weiter. Und dieser Mensch selber lügt, ja, oder dieser Mensch ist selber nicht ehrlich. Ja, dann ist er scheinheilig. Er erzählt allen Leuten, dass sie ehrlich sein sollen, aber er ist selber nicht ehrlich. Oder jemand, der sagt, Drogen sind schlecht, ja, man sollte keine Drogen nehmen, man sollte immer nüchtern bleiben und so weiter, aber selber trinkt er ganz viel, ja, das ist scheinheilig. Und ich denke, das ist ein sehr interessantes Wort. Es ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Schein und Heilig. Ja, Schein bedeutet, dass etwas nicht so ist, wie man es zuerst glaubt. Ja, es ist ein Schein, es ist eine Täuschung. Ja, ein Schein ist eine Täuschung. Ja, man sagt auch, es scheint so, als ob. Ja, scheinen ist auch ein Verb. Ja, es scheint, als wäre das und das. Ja? Also es ist, sieht so aus, als ob es so wäre. Ja? Wenn man das Wort scheinen gebraucht, dann kann es auch tatsächlich so sein, muss es aber nicht. Ja? Wenn man sagt, er scheint so, als ob die Welt so und so wäre, ja? Dann kann es so sein, es kann aber auch nicht so sein. Ja? Der Punkt ist, es sieht so aus, als wäre es so. Ja? Das ist scheinen. Ja, und das Nomen ist Schein, ja, der Schein, eine Täuschung, ja, der Schein. Es sieht so aus, als wäre es etwas, aber es ist eigentlich was anderes. Und heilig, ja, heilig, heilig bedeutet, dass man frei von Sünde ist. Ja. Heilig bedeutet, dass man sehr religiös ist, sage ich mal, ja, also den Religionen, ja, dann gibt es die Heiligen, ja, die Leute, die sehr gut waren, ja, die bezeichnet man in der Religion als heilig. Wenn jemand scheinheilig ist, dann tut er so, als wäre er heilig, aber in Wirklichkeit ist das nur ein Schein. In Wirklichkeit ist der Mensch ganz unheilig. Ja? Der Mensch ist gar nicht so gut, wie er vorgibt zu sein. Er ist ein Heuchler. Er täuscht etwas vor. Das ist das Wort scheinheilig. Und wie bei vielen Wörtern im Deutschen, denke ich, ist es eine sehr gute Zusammensetzung aus anderen Wörtern. Und es ist sehr logisch, ja. Wie bezeichnet man jemanden, der so tut, als wäre er heilig, aber er ist es nicht? Nun, scheinheilig. Okay, das ist das Wort. Ich hoffe, du hast etwas gelernt in diesem Video und wir sehen uns morgen. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.